Bitte. Krieger, du musst helfen. Etwas Mann, Leute, hört mal auf. Kommt hoch. Meine Schwester ist in Probleme geraten. Ja, deine Schwester ist auch doof. So. Nicht nach Rob schreien und Quest rufen und dann weiterrennen. Das ist falsch aus. Naja, und jedenfalls muss ich halt gucken, dass es nicht größer als 4 Stunden werden, weil sonst kriege ich Probleme mit meinem momentanen Schneideprogramm, weil es sonst so große Dateien nicht erkennen kann. Aber umsteigen auf ein anderes Schnittprogramm kann ich auch schlecht, weil, wie heißt es? Irgendwie andere Schnittprogramme viel zu viel Arbeitsspeicherverbrauch haben und sonstiges und irgendwie, keine Ahnung, mein PC dann damit nicht ganz gut klarkommt und ich halt eben öfters Bluescreens dann darunter leiden muss und das passiert halt momentan nicht und deswegen will ich es auch weiterverwenden, vor allem weil halt die Soundqualität auch nicht schlecht ist. Ich muss halt, wie gesagt, darauf achten, dass es nicht zu groß werden. Ach, Tigermensch hält. Ja gut, der ist down. Rudelführer. Na toll, jetzt hat er auch noch ein Ding gespawnt. Okay, hier geht's weiter, glaube ich. Wir gehen erstmal hier. Wartet mal. Worauf? Okay, können wir. Ach ja, und wie kam eigentlich hier bei euch das Dings an? Das, der Survival Guide, den ich aus Spaß und Langeweile gemacht habe, weil wir ja so lange nicht aufnehmen konnten. Der Survival? What? Richtig scheiße, vor allem dieser Vampex, der dabei war. Ja, ey, unerträglich, weißt du? Und dann habe ich ja, wie heißt es noch, Dings, war noch eine Stimme im Hintergrund die ganze Zeit da, Voice Chat war nicht ausgestellt, war richtig kacke, einfach nur so richtig stumm. Aber warum warst du stumm, Rob? Hä? Wieso warst du stumm geschaltet und Vamp konnte reden? Yeah, weil ich nicht Order City dabei laufen ließ. Ich habe nur gesehen, ach, der Bug ist da. Also, den kannte ich halt noch nicht. Dachte ich so, ach, das ist ein Bug, nimmst du mal auf, weil der ganz lustig ist. Und dann habe ich das halt aufgenommen und dann nicht meine Stimme dabei aufgenommen, weil ich halt Order City nicht extra die ganze Zeit laufen lasse, während ich spiele. Nur halt eben, wenn ich aufnehme. Die Stimme wurde halt aufgenommen, weil das weil Programm wir da Skype aufgenommen hat. Ja, weil wir halt eben, genau, weil wir halt eben bei Skype noch nebenbei am Reden waren. Und dann waren halt auch die Einstellungen wie bei der Aufnahme. Und, naja, deswegen war das halt eben nebenbei noch so gewesen, dass, man halt Vamp hört, ohne meine Gefasen noch mit dabei. Gut, ich habe das jetzt so eingestellt, dass halt eben Vamps Gerede nicht so laut ist und man gleichzeitig halt noch den Spielesound hört. Ja, deswegen hat man halt eben leise Stimmen dann im Hintergrund, die man nicht vermeiden kann. Aber das war eigentlich ganz nett, weil ich hatte halt eben Langeweile, dadurch, dass wir halt eben jetzt lange kein Zeitenquest mehr aufnehmen konnten, ich nichts rendern durfte und sonstiges und ja, wie gesagt, Langeweile halt eben mit dabei war, dachte ich mir, gut, der Bug hast du jetzt das Video, kannst mal gucken, dich mal ein bisschen mehr mit deinem Programm vertraut machen und dann hatte ich halt gedacht, ja, machst du mal so ein paar kleine nette Texte mit dabei und versuchst mal ein bisschen, ich sag jetzt mal, auch wenn es nicht fortgeschritten ist, fortgeschrittenere Videobearbeitung zu machen, auch wenn es wie gesagt nur das Texte hinzufügen war und vielleicht ein bisschen mit Einblendung und sonstiges spielen, viel war es halt noch nicht, aber der erste Schritt ist halt da schon getan worden, dass ich mich halt eben damit schon mal beschäftige. Irgendwann könnte man sich dann auch damit mal befassen, dass man irgendwie vielleicht mal ein Intro oder sonstiges macht, wobei ich da nicht kreativ wirklich bin, dass mir da irgendwie was einfallen würde. Kreativ wäre ich dafür, nur ich habe nicht unbedingt die Mittel dafür, dann Gutes zu machen, ist mein Problem. Weil ich dafür kein richtiges Programm habe. Warum? Ja, weil die meisten guten Programme dafür Geld kosten. Ja. Oder du holst dir eine unbegrenzte Testversion. Ich liebe diesen Begriff. Der ist immer so schön. Der ist echt behindert. Von einem Spiel, was keine Testversion sonst hat, ne? Ja. Es ist. Hallo, es ist. Wenn ich jedes Mal lese bei WinRAR, einfach so, ihre Testversion läuft in. Läuft bald aus. Deswegen verwende ich sie jetzt auch schon 6 Jahre. Das ist einfach so sinnlos, WinRAR. Warum? Die können einfach direkt sagen, das ist die Vollversion, anstatt eine Trial-Version, weil es ist ja einfach keine Testversion. Beschwer dich nicht. Ich find's genial, dass sie das machen. Ja. Weil WinRAR ist halt ein Programm, was gebraucht wird. Und dass sie die das umsonst haben, ist halt genial.
flackerndes Säbel des Verzehrens. Das könnte dich vielleicht interessieren, was? Ich habe gerade einen Säbelzahn gefunden. Ah, okay, dann wird es dich wahrscheinlich nicht interessieren. Ich rede mal mit der Schwester. Ach, ich war noch nie so verschreckt. Ich habe den Zauber gebrochen. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich war von Monstern umgeben. Gut, dass du kamst. Boah, diese Stimme ist erschrecklich. Warte, nochmal mit ich der Rede. Ich werde es erklären, guter Krieger. Jetzt hat sie eine normale Stimme. What the fuck? Tarnte der große, weise Lao Yun sich als Bettler und wanderte durch unser Land. Niemand wollte ihm Reis geben. Niemand ließ so, jetzt müssen wir nochmal zu anderen zurück, oder wie sieht's aus? Lausch mal dahin. Sag mal ruhig. Ohne Fleiß kein Reis, würde ich sagen. Wenn ihr diesen esst, sagte er, soll euch kein Leid geschehen, solange ihr auch kein Leid zufügt. Ja, wie gesagt, ohne Fleiß kein Reis. Das hat gerade perfekt gepasst. Egal. Ja, wir müssen nochmal zu der anderen Schwester hin. Rotatatatan. Ist jetzt überhaupt was dabei aufgefallen, Us? Was? Wenn's um Quests geht, was machen wir da normalerweise? Kein Plan. Ich hab noch nie gesehen, ja doch schon einmal. Einmal hast du es zufällig gemacht, dass du mit den NPCs redest. Und gerade eben das Wort Tom, glaube ich zu meinen, dass du dann mit der schon gesprochen hast. Mit der habe ich aber nicht gesprochen jetzt, hä? Hast du dich nur genähert, oder wie? Bei dir, aber kann das Das war schon 3 Stunden her, das kam verspätet dann. Nein, what the fuck, das kam relativ schnell. Könnte man sagen. In meinem Video werdet ihr es ja sehen, das war schon lange her. Ja, es war ein bisschen versetzt, aber... Ich war nur ein bisschen verwundert. Okay, insgesamt hast du doch nicht mit der geredet, sonst hätten wir jetzt... Ich hab wieder gelbe Scheiße bekommen. Ja, ich hab grüne Scheiße gekriegt. Dann ist sie nicht scheiße. Ist trotzdem scheiße, das Ding. Plus 12% Durchschlagschaden und 12 Durchschlagschaden. Gib mir! Hey, danke. Fischatlas. Doch nicht so scheiße. Ich bin Bogenschütze, ich brauch das. Warum brauchst du das? Achso, ja, Durchschlagschaden. Vielleicht was Besseres. Das ist aber, glaube ich, das Beste, wobei ich so... Ich glaube, ich lasse es dabei, so ist ganz gut. Will jemand meinen Frostring haben, den ich von oben noch bekommen habe? Ich droppe ihn gleich. Und jetzt hört doch mal auf, euch schon zu prügeln. Wenn ich schon sehe, wie Vampex gleich wieder schon halb tot ist und ihr schon wieder viel zu weit vorgerannt seid... Kann ich das schnell erschließen? Jetzt wartet doch mal, ich will den scheiß Ring droppen. Vielleicht hat jemand von euch da Interesse dran. Wir laufen. Ja, du sollst hier warten und nicht laufen. Vielleicht kannst du was damit anfangen. Ich weiß es zwar nicht, aber vielleicht. Ach ja, was haben wir denn noch? Hier oben entlang, oder? Braucht jemand einen Ring mit 19? Warte mal. Stärke, 8% Stärke. Wir warten. Tja, 510 wäre schön, wenn ich davon überhaupt mal irgendwie rankommen würde. Ich bin mit meinen 250 relativ schwach. Wo lauft ihr? Oben entlang. Habe ich doch gesagt, dass wir dort entlang wollten. Aber okay, wir werden uns jetzt sowieso treffen. Hallo. Warte mal, hier noch nicht ins Feld rein. Ich glaube, da ging es weiter. Oder warte mal. Nee, hier noch nicht. Hier ging es noch nicht weiter. Okay. Können doch rein. Müssen wir gucken, dass wir ohne Vamp weiterrennen, dass er irgendwie mal Beschäftigung hat. So weit vorgelevelt, wie du schon bist. Gut, sind auch nur ein paar Balken, aber trotzdem merkst du halt, dass du... Deswegen. Ja, das nicht mal unbedingt. Der würde ja im Grunde die Erfahrung auch spreaden. Nur halt eben seine 3% Zusatzerfahrung, die er durch seinen scheiß Helm hat, den er schon seit... Keine Ahnung, seit wann der den schon hat. Seit Ewigkeiten jedenfalls schon trägt. Kriegt er schon die ganze Zeit Bonis. Seit Mitte Ägypten oder so habe ich den. Ja, jedenfalls schon seit einigen Leveln. Deswegen sieht man da definitiv schon einen Unterschied, dass er den halt... Ich bin doch jetzt nur noch einen Balken vor Level. Ja, bei uns fehlen eineinhalb, also bei mir fehlt 2,5. Ich hab 2 jetzt.
Du musst bedenken, ich krieg auch viel Erfahrung. Kriegt man jetzt eigentlich Erfahrung, wenn man daneben ist oder wenn man die jetzt angreift? Wenn du daneben bist, kriegst du auch Erfahrung. Aber ich glaube, du kriegst mehr Erfahrung. Hast du noch einen Ring, eine Verbesserung für Ringe? Ich hab dir doch gesagt, du sollst die verwenden. Falls du einen alten hast, der die hatte, sollst du gucken, dass du die beim Verzaubert schrottest. Ja, aber den anderen Ring hat sich doch gar nicht verzaubert. Okay. Gut, dann werde ich halt mal nachgucken. So, Raptorzahn oder so. Ja, ich kann dir gerne was geben. Aber das Raptorzahn kann nur Amulette verbessern. Okay. Muss mal gucken. Da wird sich irgendwas schon finden lassen. Trotzdem. Ich muss erstmal gleich nachgucken. Sofern ihr nicht gleich wieder vorrusht und mal warten könnt auf mich, während ich dann die Sachen im Lager raushole und suche. Gerne. Ja. Oh, wir sind da wieder am Anfang. Also. Ja, ein Rundgang, hab ich ja gesagt. Wir sind jetzt wieder in Chang'an. Oder Chang'an. Wie man es halt aussprechen will, betont. Sonstigen Kram. Ich bin auch kein Asiate, der es aussprechen kann. Nicht? Nee, so mein Asiat ist schon ein bisschen eingerostet, wie ist es? ist nicht so meine Stärke. Sü. Juhu, hier sind wir wieder. Yeah. Hallo! Trag nicht deinen Karawanentreiber. Auf deinen Schultern. Trag nicht alles auf deinen Schultern. So, Moment. Erstmal noch die ganze Scheiße hier loswerden. Was genießt da jemand? Ja? Was wird da gegessen? Muss ein Vamp fragen. Soll man nicht so schweigen, er soll mal sagen, was los ist. Was ist denn gerade? Ja, ich weiß nicht, wie das scheiße ist. Ich esse irgendwas, keine Ahnung, was ich da esse. Ess nicht rum, bro. Egal, solange es schmeckt, ne? Ja, solange es schmeckt. Eieiei, ich weiß nicht, was ich da esse. Okay. Ah, scheiße, ich muss noch ein paar Sachen... Ach, da ist es. Oh, das haben wir noch gar nicht. What the fuck? Was hast du da? So, vier Ringe und Dings wolltest du was haben, ne? Ja. Ja, ich guck grad mal. La la la. Kannst du mal nachgucken, ob du noch Spektralmaterie hast? Ja, wenn ich jetzt schon mal dabei bin, aber auf den ersten Blick kann ich schon sagen, dass ich die, glaube ich, nicht haben werde. Ah, ich hab mal was für dich aus. So. Das kann ich gleich verkaufen. Na, aber ich glaube, Spektralmaterie, die findest du auch relativ selten. Die habe ich, glaube ich, nicht mehr. Moment. Das muss hier mit dabei sein. Nein. Tut mir leid. Leider nicht. So, wo bist du da? Und nicht in den Augen haben. Aber das Ding ist noch nicht komplett, leider. God blood. Wie könnte man nur einen Stab wie diesen ignorieren? Und wie könnte man nur einen Stab wie diesen ignorieren? Gesehen? Weiß ich nicht, indem ich ihn einfach ignoriere, mein Freund. Boah, wie viel Experience fehlt mir denn noch, ey? Fuck, gerade. 1445. Super. Das ist ein Mob oder so. So, wo müssen wir nochmal hin? Oder was? Bis Level up oder was? Ja. Also. Komm wieder. Komm wieder. Moment, das brauche ich nicht. Das ist nicht das, wiederkommen will. Warum das tragen, los, was du abgeben kannst? Warum tragen, was du abgeben kannst? Weil ich ja Bock habe zu tragen. So, jetzt muss ich gucken, ob der Ding besser ist. Na, noch nicht ganz. Aber er kommt nah ran. Oh, langsam werden die Bögen besser. Etwas zum Glück. Anderes? Etwas anderes? Tschüss dann. Tschüss dann. Oh Gott, das ist so bescheuert, die NPCs, wenn man die einfach so direkt sprechen lässt. Edle Waffen, starke Rüstungen, gerade gut genug für die Wache des Kaisers. Schau, Moment mal. Hier gibt es ein paar interessante Bögen. Okay. Gut ist schlecht. Das Ding ist...
Das hat guten Damage. Den könnte ich behalten.